Gut, gut. Und wissen Sie schon, um wen es sich bei den Arbeitern handelte? Ja, weiß ich mittlerweile. Das ist Joseph, Edward, Max und Daniel. Vier Arbeiter, die hier aus der zweiten Schicht eingetroffen sind. Einfache Techniker, die da unten normalerweise ihren Dienst versehen. Irgendwelche Auffälligkeiten? Nein. Sie haben das Meinen, gleiche gesehen wie ich. die Männer haben sich ganz offensichtlich selber umgebracht. Ich meine, was hat sie dazu gebracht? Haben sie irgendwelche Verbindungen vielleicht zu den Vorkommnissen gestern ziehen können? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie waren die ganze Zeit da unten, hatten sich auch zu dem Zeitpunkt, als die Lichter ausgingen, haben sie dort keine Kontakte mit den anderen gehabt. Verstehe. Haben Sie noch irgendwelche Informationen zu der 81. oder 82. Person, also denjenigen, der noch nicht gefunden wurde? Nein, ich weiß nur, dass er immer noch hier ist, wird immer noch vom Computer angezeigt, aber ich weiß nicht, wo er oder sie ist. Muss das System nicht irgendwo ausschlagen? Also ich meine, Gesichtserkennung, wenn es irgendwo ein Gesicht nicht zuordnen kann? Normalerweise ja. Wo wurde es denn zum ersten Mal gesehen? Ich meine, irgendwann muss das System ja erkannt haben, dass diese Person oder so hier ist. Kurz bevor die Lichter ausgingen, da stieg dann die Zahl an, und zwar auf die vier Leute, die oben in der Krankenstation liegen und diesen zusätzlichen Unbekannten, wobei ich nicht genau weiß, wer oder wo das Ist das ist. nicht seltsam? Ich meine, wenn das System das erkennt, dass eine weitere Person da ist, muss es doch auch wissen, wo es die erkannt hat. Ja, normalerweise schon. Als diese Systeme wieder da waren, habe ich auch diese vier Aktivisten auf den Kameras dann zuordnen können. Hat man denn einfach nach ihnen gesucht? Ich meine, es ist eine Bohrinsel, aber sie ist ja nun auch nicht so riesig, als dass man niemanden finden könnte. Ja, normalerweise konnte man suchen, aber Fersk ist aktuell alleine. Es gibt zwar noch ein paar andere Sicherheitsleute, aber ich weiß ja zum Beispiel von Stahlberg, dass er seinen bescheuerten Hund sucht. Ach, der Hund, der. Der ist übrigens auch verschwunden. Und das System ist sonst an irgendwelchen anderen Stellen nicht angeschlagen oder irgendwas Außergewöhnliches passiert. Nein. Hessel darf jetzt hier eigentlich jeder Fragen stellen? Ich meine, Sie sind doch für die Sicherheit zuständig. Warum laufen die anderen jetzt die ganze Zeit mit Ihnen rum? Aus eben diesen Sicherheitsgründen. Wie Sie sich erinnern können, hatten wir gestern eine Art Terroristenangriff und man will unsere Gäste dann ungern alleine rumlaufen lassen. Ja, na gut, das macht natürlich Sinn, aber warum sollen die hier Fragen stellen? Ja, Ach, ich ist mir denke, auch Frau scheißegal. Rothenpieler ist durchaus um die Sicherheit dieser Anlage bedacht. Jetzt nehmen Sie uns das doch mal nicht böse, aber sehen Sie, wir sind hier hergekommen, um zu berichten und plötzlich müssen wir um unser Leib und Leben fürchten. Da ist es doch ganz natürlich, dass man Interesse entwickelt, oder nicht? Es geht hier schließlich auch um uns. Ja, ich hatte ein bisschen recherchiert. Sagen Sie, der Job, wo arbeiten Sie noch genau? Sie sagten im Fokus, oder? Ich bin freiberuflich tätig. Für, na klar, freiberuflich. Die Leute beim Fokus wissen zumindest nichts über Sie. Haben Sie denn dort angerufen? Ja. Na, da werden Sie wohl jemanden Falschen an der Leitung gehabt haben. Ist nicht immer ganz leicht. Freiberufler werden sehr viel beschäftigt. Sie kommen und gehen. Naja, Sie wissen ja, wie das ist. Natürlich. Natürlich. Wollen Sie mir denn jetzt hier etwas unterstellen? Nein, ich wollte Sie nur fragen, ob da alles richtig ist, ob Sie, ja, Geld von den richtigen Leuten bekommen. Nicht, dass Sie sie vergessen. Und darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen, denke ich. Gut, ich habe Sie ja im Auge. Sie wissen ja, die Kameras, die sehen alles. Ja, aber sie scheinen mir Würde auch nicht funktionieren. besonders zuverlässig zu funktionieren, wie sie schon sagte, ja. Ja, und hinter euch könnt ihr dann die Schritte von jemandem herannahenden hören. Peter Forrester kommt dazu. Ja, habe ich sie doch noch gefunden. Ich entschuldige mich, ich brauche einfach noch einen Moment Ruhe. Haben Sie etwas Neues erfahren? Leider nicht. Angeblich funktioniert das System einwandfrei, kann aber aus irgendeinem Grund diesen Eindringling nicht finden. Sehr, sehr merkwürdig. Ich kenne mich mit diesem ganzen Technikkram nicht aus, aber da es einmal aufkam,
Könnte die Station unter einer Art Hackerangriff von außerhalb leiden? Nein, wir haben die besten Sicherheitsaspekte, die man sich für Geld kaufen kann. Niemand kommt hier rein oder raus, ohne dass ich davon erfahre. Und was hat es dann gestern mit dem Notstrom auf sich? Das ist kein technisches Versagen gewesen, sondern einfach der Notfallplan, der dann in Kraft tritt, wenn nun ja diese Anlage geändert wird. Was hier auch wurde. Heißt, dieses Szenario spielt sich jedes Mal in einem solchen Fall ab. Das ist bisher noch nicht vorgekommen, aber naja, wenn es hier brennen sollte, dann gehen natürlich auch diese Lichter an. Zusätzlich werden die Schotts verriegelt, sodass dann das Öl nicht austreten kann. Ja, bei verschiedenen Dingen, die einfach berechnet worden sind. Bisher kam sowas, wie gesagt, noch nicht vor, aber wenn es zu einem Notfall kommen sollte, dann tritt es genauso ein. Einfach auch um Strom zu sparen oder die Generatoren nicht zu überlasten. Ja, verstehe. Ja, und ich denke, die Frage erübrigt sich, aber wir sind immer noch auf der Suche nach dem Grund für dieses seltsame Verhalten der Arbeiter. Ich denke, irgendwelche Austritte oder Lecks oder derartiges gibt es nicht. Nein, Austritte, Sie meinen Öl. Öl, Gas, was auch immer. Nein, hier tritt nichts aus. Weder in der Luft noch im Wasser. Sie sind sicher, dass das System das feststellt, weil als wir gestern nochmal draußen waren, gestern spätabends, das Wasser war pechschwarz, es wirkte fast so, als ob es kein Wasser, sondern tatsächlich Öl wäre. Hören Sie zu, ich kann hier auf meinen Computern sehen, dass die Lampen alle grün sind, dass die Sensoren funktionieren und die Sensoren zeigen nichts an, alle Werte liegen unter dem Durchschnitt, alle von der EU oder den Vereinigten Nationen vorgegebenen Grenzwerten, dementsprechend kann ich sagen, dass kein Öl im Wasser ist oder irgendwelche Gase in der Luft. Ich glaube Ihnen das schon, dass die Technik das so vorgibt, dass Sie da auch alles schön ablesen können. Aber kann es nicht sein, dass aufgrund der Wetterlage, dass die Maschinen teilweise einen Aussetzer haben? Oder einfach nur bestimmte Werte anzeigen, obwohl es gar nicht der Fall ist? Das kann nicht sein. Sie können eine Runde schwimmen gehen und es testen. Nein, nicht bei dem Sturm einerseits, nicht bei den Wellen. Gottes Willen. Außerdem muss man aufpassen, dabei nicht von Monstern gefressen werden. Vergessen Sie das bitte nicht. Ja, da war ja was. Ja. Da haben sie zumindest ihre News. Das Monster und das Monster vom Grund des Meeres. Mhm. Wahrscheinlich bekommen sie danach nie wieder einen Job. Das wäre tatsächlich eine paranormalen Zeitschrift. Wenn er ein Foto bekommt, dann ja. Das wäre tatsächlich eine Situation. Also wenn sie sich als Köder bereitstellen würden, mein guter Freund, dann hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Wenn sie mir alle helfen dabei, dann durchaus. Alleine? Sie Nein. Popcorn? Selbstverständlich. Egal. Wir lassen sie am Seil herunter. Die Frage ist doch jetzt, was machen wir? Ja, allerdings. Ja, während ihr wieder hier steht, dann überlegt, was ihr jetzt tut, könnt ihr auf eine der Kameras von Jim Walt sehen, wo gerade der Außenbereich angezeigt wird im Sturm, wo ein paar Arbeiter draußen stehen und dann irgendwelche Sachen verzurren. Ihr könnt bemerken, wie eins der Stahlseile reißt und ein kleinerer Kran herumwirbelt. Und mit einigen Stahlrohren, die dann durch die Luft gefegt werden, zwei Arbeiter von der Plattform gefegt werden. Und ein anderer verhakt sich an einem Haken, wird von der Plattform gewirbelt und hängt dann im Sturm an diesem Haken von der Plattform. Zu dem Zeitpunkt gehen dann auch ein paar rote Lichter an dem Bildschirm an und das Kamerasystem hat dann auch direkt das ganze Geschehen erfasst. Oh, wir haben einen Sicherheitsnotfall. Ärzte nach oben. Und ja, los Hessel, bewegen Sie sich. Das waren noch die Arbeiter von vorhin, die die Helikopter noch reparieren wollten. Mr. Walt, haben Sie kurz? Ich weiß, es ist gerade unpassend, aber ich würde Sie dann doch noch ein paar Sachen fragen wollen. Nicht jetzt. Einmal bitte noch auf Verborgenes erkennen, um eine kleine Szenerie mitzubekommen, die sich ebenso auf der Kamera abgespielt hat, während die anderen dann, das ist gar nichts, während die anderen dann, ja, entweder nach oben hetzen oder stehen bleiben mit schockgewickelten Augen. Jetzt werden die ganzen 90er ausgepackt.
Nee, zumindest Miss Rondeau hat's geschafft. Ja, nun, dann muss das wohl leider warten. Dabei ist es so wichtig. Was Thierry Rondeau mitbekommt, ist, dass an einer der Stellen Dave Austin stand, der Geologe, und der stand so sehr innerhalb dieses Chaoses, was sich da jetzt ausgebreitet hat. Es war quasi unmöglich, dass er jetzt nicht von diesen Stahlrohren erwischt wurde. Trotzdem hatte er unglaubliches Glück und wurde nicht erfasst. War dieser Mensch mit dem legendären Glück, ne? Mhm, genau. Ja, Hessel rennt nach oben, während du da stehst, das Chaos begutachtest, der Kran kippt gerade nochmal zusammen mit dem Sturm, ein bisschen Wind, der dann noch untergreift, kippt gerade von der Ölbohrplattform und reißt da noch ein paar Stücke mit runter, die dann weiter runterkrachen in die Schwärze. Kannst Hilfeschreie rufen hören und ja, einer derjenigen, der sich da wohl mit diesem Arm am Haken verhängt, verheddelt hat, hängt immer noch runter. Kannst du ihn eben erkennen, wie er da unter dir ungefähr 3 Meter runterhängt? Ja, er wird sich umgucken. Hier sind mit Sicherheit sowas wie Rettungsringe, falls jemand über die Reling geht da. Mit sich den schnappen und den zu dem werfen. Ja, er ist nicht im Wasser. Wie gesagt, wenn er jetzt wenn er runterfallen würde, dann wären das viele, viele Meter. Da ist natürlich auch das Wasser steinhart, beziehungsweise wenn er dann wirklich von den Wellen erfasst wird, dann, naja, könnte das... Es geht eher darum, dass er, also den Ring zu ihm zu lassen, damit er sich daran festhalten kann und er ihn dann hochziehen kann. Am Ring, okay, ja. Also an dem Ring ist ja logischerweise ein Seil dran, sonst wird das ganze Ding nicht viel bringen. Okay, ich dachte, du wolltest einfach nur den Ring runterschmeißen. Gut, dann kannst du das machen und lässt ihn dann langsam vorsichtig zu ihm runter. Der schaut dich dann an und versucht dann mit seiner gesunden Hand noch nach diesem Ring zu greifen, versucht ihn zu umklammern. Und ja, dann lastet irgendwann... Häng dich rein! lastet ein ziemlich schweres Gewicht auf diesem Ring und du versuchst dann eben erstmal zu halten, dass er da dann nicht selber runterstürzt. Wirf ihn mal auf Stärke. Ja, das ist noch nur ein normaler Erfolg, aber. Nur ein normaler Erfolg. Ja, dann kannst du ihn erstmal nur halten, während dann andere dazukommen. Natürlich dann so klitschnass, wie das Seil ist, wird es noch weiter runterrutschen. Immer so Millimeter für Millimeter. Und dann kommen weitere Sicherheitsleute zu dir. Solomon Fürsk, der dann sich nach oben gerettet hat, auch ein erster Arzt, der dann dort ankommt. Und so könnt ihr ihn dann gemeinsam nach oben ziehen. Ja, die erste Hilfe beginnt derweil unten im Computerraum. Sagen Sie, die Kameras zeichnen ja auch außen alles auf. Haben Sie in der Nacht auch bemerkt, wer die Helikopter manipuliert hat? Das wurde mir schon gemeldet, dass die Computer manipuliert worden sind, aber ich Helikopter. Kann die Helikopter, aber davon sehe ich zumindest nichts. Oh, sehr seltsam. Dann noch eine andere Frage. Haben Sie gesehen, wer gestern Abend in meine Kabine gegangen ist? Es war jemand in Ihrer Kabine? Zumindest gab es Anzeichen darauf, dass jemand in meiner Kabine war. Ich meine, es wurde nichts gestohlen, aber einige Sachen waren doch anders angeordnet, als ich sie zurückgelassen habe. Und nein. Ich wüsste einfach zu gerne, ob die Kamera da etwas hergibt. Nein, gibt es nicht. Das ist wirklich merkwürdig. Ich dachte, die Kameras zeichnen alles auf. Also sagen Sie nicht, die Kameras wurden auch manipuliert? Nein, wurden sie nicht. Die funktionieren tadellos. Gegenpunkt zu Ihrer Aussage. Es wurde nichts aufgezeichnet, wer die Helikopter manipuliert hat. Sie wurden manipuliert. Es wurde nicht aufgezeichnet, wer in meiner Kabine war. Es war jemand drin, das weiß ich. Es wurde nicht aufgezeichnet, dass Frau Rotenpieler unten in dem Raum zusammengebrochen ist, beim Bohrkern und diverse andere Dinge. Also zu 100%ig funktionieren können die Kameras ja offensichtlich nicht. Ja, dann können Sie sie ja versuchen zu reparieren. Wollen Sie sich ransetzen? Oder wollen Sie mich jetzt endlich in meine Arbeit tun lassen? Mein Gott, Sie sind Journalist, verschwinden Sie jetzt endlich. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Geben Sie mir nur noch einen... Funkgerät mit für den Fall der Fälle. Das ist ja schon abgesprochen mit Herrn Hessel. Ja, was auch immer, nehmen Sie sich eins. Ja, danke. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Raus zu der Szenerie. Aber langsam und gemütlich.
Ich werde dem Mann einfach irgendwann folgen. Ich habe die ganze Zeit ja nichts gesagt, habe auf diesen Bildschirm gestarrt und war einfach nur so, was passiert da gerade? Völlig geschockt irgendwie und überfordert und habe auch nichts gesagt dazu. Das beobachtet, wie die auch dann versucht haben, das zu retten, zu helfen. Und werde dann einfach hinter Forrester den Raum verlassen. Draußen sind und sichtlich außer Reichweite auch, also außer Hörreichweite, wende ich mich dir dann zu. Ich habe ja erzählt, dass jemand in meiner Kabine war. Was? Nee. Sie guckt an. Es war tatsächlich jemand in meiner Kabine. Nein, das meine ich nicht. Sorry, ich bin gerade. Was war Kabine? Es wurde zwar nichts verrückt, wie ich es ursprünglich gesagt habe, aber es wurde etwas abgelegt. Abgelegt? Ja, unter meinem Kopfkissen ein USB-Stick. Und, okay. Ich habe mir die Sachen mal angesehen und das halten Sie jetzt bitte für sich, das darf niemand sonst erfahren, sonst kommen wir in Teufelsküche. Darauf zu sehen waren mehrere Gigabyte Sicherheitsdaten aus diesem Computersystem der Alpha Deepwater und ein einzelnes Bild, was Mr. Walt und Mr. Rondeau zeigt, wie sie in einem Lokal zusammensitzen und sich scheinbar unterhalten. Mr. Walt? Der Typ aus dem Sicherheitsgedöns hier? Richtig. Und Mr. Rondeau, der Aktionär. Was? Ja. Okay, und was für Daten? Sicherheitsdaten? Was ist das denn? Sicherheitsdaten aus diesem Computersystem. Warum sind die bei Ihnen gelandet und... Was? Das macht gar keinen Sinn. Richtig. Genau deswegen auch die wirren Fragen, weil ich wollte natürlich nicht, dass er etwas mitbekommt, ganz klar. Davon darf niemand etwas erfahren, deswegen hoffe ich da auf Ihre Verschwiegenheit. Dieser Rondeau, der war eh komisch. Der ist mir super unsympathisch, jetzt noch mehr als vorher. Also hat er was damit zu tun? Also, ich weiß nicht, ob er etwas damit zu tun hat, aber... Der Herr Kettler scheint ja auch etwas geheim zu halten für uns. Beim Fokus kennt ihn niemand, das habe ich zumindest aufschnappen können. Und einer der Aktivisten hat ihn gekannt. Ich vermute fast, dass er nur vorgibt, ein Journalist zu sein und bei selbst den Aktivisten angehört. Oh Scheiße, und das, wenn das war alles. Und dass hier dieses Projekt so gesehen ausspioniert, um, naja, weiß ich nicht, um dagegen agieren zu können, früher oder später. Und ja, dann noch die Sache mit Mr. Rondeau und Mr. Walt. Vielleicht stecken die auch noch unter einer Decke. Vielleicht sollten wir Magnus davon erzählen. Ich meine, er ist doch der Chef und er muss doch wissen, was hier vor sich geht. Sollte er, aber so wie er reagiert hat, am gestrigen Tage, sie waren ja dabei. Ich möchte ihm das nicht unbedingt sagen, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, Mr. Forrester. Ich bin eine Studentin. Ich bin kein Superheld. Ich will eigentlich hier gar nichts aufmischen oder irgendwas klären oder so. Es ist einfach überhaupt nicht mein Ding oder meine Geschichte oder so. Ich am liebsten will ich einfach nach Hause. Das ist doch alles. Nein. Es geht uns doch gar nichts an. Es geht uns nichts an und. Glauben Sie mir, ich wollte mit diesem USB-Stick eigentlich auch nichts zu tun haben und trotzdem habe ich ihn. Ich weiß auch nicht, wer ihn mir zugespielt hat. Für die Kameras ist er offensichtlich nicht zu sehen. Haben Sie ihn jetzt bei sich? Ich habe ihn bei mir, ja. Passen Sie gut drauf auf. Aber da muss sich ja jemand irgendwie furchtbar geirrt haben. Also entweder will Ihnen jemand Hinweise zustecken und Ihnen was sagen damit, oder man hat sich verirrt und also in der falschen Kabine geirrt und wollte... das Ding eigentlich dem Rondeau wieder zustecken oder so. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Mr. Rondeau damit etwas anfangen kann. So wie ich das gesehen habe, handelt es sich... Aber er ist auf den Fotos mit drauf. Vielleicht sollte er die Dinge einfach nur sichern oder so. Oder er brauchte sie, um sie weiterzuleiten. Oder was weiß ich denn. Aber er hat was damit zu tun. Er ist auf den Fotos drauf. Er ist auf einem Foto drauf. Auf einem einzigen. Ja, von mir ist auch ein Foto. Ist doch egal. Aber ich meine,
Sonst waren keine Fotos darauf. Es waren einfach nur diese hochbrisanten Sicherheitsdaten. Ja, aber die Sicherheitsdaten, die kommen ja von der Insel und sie kommen ja anscheinend vielleicht von Walt. Ich meine, er ist doch derjenige, der halt Zugriff auf diese Daten hat und der vorgibt, alles im Griff zu haben. Und wenn die beiden unter einer Decke stecken und irgendwas machen, ich meine, vielleicht hat er diese Daten ausgelesen und keine Ahnung. Ich meine, warum soll das Foto drauf sein? Ich weiß es doch auch nicht. Aber wenn er was damit zu tun haben sollte, warum das alles? Warum soll er diese Daten bewusst abziehen und so Magnus hintergehen? Ich habe keine Ahnung. Und wieder die Frage, warum jetzt? Er ist seit Beginn dieses Projektes dabei. Das heißt, wenn ja, er schon, aber das mit... Ich habe doch gesagt, von wegen der neuen Bohrung. Und das ist ja... Ich meine, es ist einfach eine der... Ja, jetzt stöhnen Sie nicht, ja? Es ist einfach eine der Plattformen, die am meisten Geld auf der ganzen Welt generiert. Es ist nicht irgendwas. Da haben Sie durchaus recht. Ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall möchte ich Magnus das ungern mitteilen, ganz ehrlich. Ja, was schlagen Sie denn vor? Na, erstmal weiter abwarten, was passiert. Wir können diesen Rondo beobachten und den Kettler und weiß ich nicht wohl. Also beobachten werde ich die beiden auf jeden Fall. Dieser Björn Kettler ist... Also für mich ist es mittlerweile ganz klar, gehört er zu den Aktivisten. Gibt einfach zu viele Zufälle mittlerweile. Also gut, was schlagen Sie vor? Erstmal nach draußen gehen, schauen, wie dort die Lage ist, schauen, ob wir helfen können und uns dann erstmal nichts weiter anmerken zu lassen. Und passen Sie auf diesen Stick auf. Oh, keine Sorge, den halte ich sicher. Den gebe ich nicht raus an niemanden. Ja, währenddessen oben wieder bei Sebastian Hessel, der sich jetzt gerade mit Firsk unter vier Augen unterhält. Möchtest du das mit dem Notizblock jetzt machen oder wird sich auch wirklich mit ihm unterhalten oder soll das zusätzlich geschehen oder nur das? Er wird Ihnen also sagen, Mr. Firsk, haben Sie noch einen Moment Zeit? Ach ja, jetzt wieder. Scheiße, ich werde hier gleich aufräumen müssen, zusammen mit den anderen. Sage ich das einfach, was er ja dann schreiben würde. Ich habe wegen dieser ganzen Sachen noch ein paar Fragen, mit denen ich mich direkt an Sie wenden wollte. Wird dann sein Notizheft zeigen und da steht dann sowas wie Aufzeichnung von Helikopter, nicht vorhanden, Frau Rothenpieler ohnmächtig, nicht bemerkt, Walt vertrauenswürdig, Fragezeichen. Walt, vertrauenswürdig. Also du hast es aufgeschrieben, du willst es nicht sagen, ja? Ja, genau. Das okay. Den Teil wollte er nämlich ganz sicher nicht sagen, sondern nur aufgeschrieben haben. Ja, er verzieht so ein bisschen seine Augen, macht die klein, sieht so ein bisschen lauernd aus, weiß nicht genau. Du siehst, dass er dich verstanden hat, aber er weiß nicht genau, was er darauf jetzt antworten soll, kann. Ja, nickt dann nur noch, als dass er verstanden hat. Wie gesagt, es wurde mir vorher gesagt, dass es hier eigentlich immer recht ruhig ist und ich hatte keinen Grund daran zu zweifeln. Schließlich hat man nie etwas gehört, aber in den letzten 24 Stunden ist, möchte ich sagen, mehr passiert als für gewöhnlich bei meinem alten Arbeitgeber in einem halben Jahr. Ja, stimmt schon. Sehr ungewöhnlich. Man soll nicht an Zufälle glauben. In der Tat, und deshalb wollte ich mich nur noch einmal versichern, ob ich auf irgendwas Besonderes Acht geben sollte. Dave Austin kommt gerade auf euch beide zu mit zitternden Beinen, zitternden Händen. Hat die auch so ein bisschen angewinkelt. Wow, das war richtig knapp. Habt ihr das gesehen? Das war richtig knapp. Ich kann es noch nicht glauben. Ja, in der Tat. Was haben Sie überhaupt da draußen zu suchen gehabt? Ich habe geholfen.